ich bin Andrea Weil und ich lese jetzt den Anfang von meiner Geschichte Vergiss, bis dass der Tod euch scheidet. Meine liebe Lydia, es ist lange her, dass ich einen Brief geschrieben habe. Die Verkäuferin im Laden hat sich richtig gefreut, als ich die Tintenpatronen gekauft habe. Dabei ist sie noch jünger als wir. Wir sind immer stolz darauf gewesen, nicht zu den Alten zu gehören, die Angst vor der neuen Technik haben. Auch wenn es 4 Versuche gebraucht hat, bis unser erstes Skype mit Max geklappt hat. Und dann wusste der Kleine gar nicht, was er zu dem Bildschirm sagen sollte, aus dem seine Großeltern gewinkt haben, grinsend wie 2 Irre. Ich habe die Briefe gefunden heute. Du hast sie also doch aufgehoben. Wieder aus dem Müll geholt, als ich nicht hingeschaut habe. Das war der schlimmste Streit, den wir je hatten in 49 Jahren Ehe. Näher waren wir einer Scheidung wohl nie, als in diesem ersten Jahr meiner Rente. Zum ersten Mal seit langer Zeit nur wir 2. Keine Arbeit, die mich abgelenkt hat, keine Kinder. Nur wir 2 und ich wie ein Fremder in deinem Reich. Ein Störenfried, der alles durcheinander brachte, was du dir aufgebaut hattest. Und ich wusste nicht, was ich dir sagen sollte. Du hattest recht. Mir ist es immer leichter gefallen, aufzuschreiben, was ich fühle, statt darüber zu sprechen. Schon als wir uns kennenlernten. Aber du hattest keine Zeit, enttäuscht zu sein, dass der Verfasser dieser poetischen Liebesbriefe in Wahrheit ein maulfauler Stoffel war. Die Magie dieses Bündels Briefe hat lange genug gehalten, um dich in meine Frau zu verwandeln. Dann kam der Alltag, die Kinder, das Haus, 41 Jahre lang immer was zu tun. Aber die ganze Zeit hast du sie aufgehoben, diese Briefe, um sie mir im richtigen Moment an den Kopf zu werfen. Nein, ich weiß nicht deshalb, sonst wären wir wirklich auseinandergegangen vor 7 Jahren. Als du da standst, Tränen der Wut in den Augen und die Briefe in den Müll hast fallen lassen, da hatte ich Angst, dass alles aus ist. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, noch etwas aneinander zu finden. Mehr als Routine, mehr als Gewöhnung oder Konvention. Ich habe noch einmal neu das Sprechen gelernt und du, dass die Welt nicht untergeht, wenn ich meine getragenen Socken auf dem Wohnzimmersofa liegen lasse. Und jetzt? Jetzt kann ich wieder nur schreiben. Und diesmal kann ich nicht darauf hoffen, dass eine Antwort kommt. Auf diesem dünnen, zartgrünen Papier, das immer nach einem Hauch Rosenwasser duftete. Ich habe dir das Parfum später gekauft und du hast es nie aufgetragen. Du hast es nicht einmal gemocht, hast du mir später gestanden. Du dachtest nur, das gehört sich so für einen Liebesbrief, nach Rosen zu duften. Shoppard Wish war deins. Du hast es mir jedes Weihnachten neu aufgeschrieben, aber ich hatte mir den Namen längst gemerkt. Shoppard Wish und Chrysanthemen. Im Topf, weil Schnittblumen so schnell sterben. Ich gieße sie für dich, aber ich tue zu viel des Guten, meint Sandra. Manchmal will ich sie alle miteinander in die Mülltonne werfen. Wie kann es sein, dass eine Topfblume dich überlebt? Mir tut die Hand weh von dieser ungewohnten Schreiberei. Du würdest sicher Witze machen, wie schlecht mein Gekrakel zu lesen ist. Aber du wirst diesen Brief nicht lesen. Eigentlich ist es nur eine andere Art, um Selbstgespräche zu führen. Nein, so kann ich nicht den ersten Liebesbrief nach fast einem halben Jahrhundert beenden. Was soll ich sagen? Alles im Haus erinnert mich an dich. Mike und Sandra haben sich angeboten, deine Sachen durchzusehen und wegzuräumen. Aber was bliebe da noch übrig? Du warst meine bessere Hälfte, in jedem Sinn. Manchmal mehr als die Hälfte. Ich liebe dich, dein Ehemann. Vergiss, bis dass der Tod euch scheidet. Dein Hannes.